geheimen Kommandoaktion hat Leo es geschafft, bis zum Atomkraftwerk Betznau vorzudringen. Das war gleich nach den Terrorattacken auf New York und Leo fürchtete, dass so etwas auch in der Schweiz geschehen könnte. Mit seinem Greenpeace-Kommando verlegte Leo Kabel und zündete ein harmloses Feuerwerk, gedacht als Warnung. Was, wenn Leo ein Terrorist gewesen wäre? Nicht auszudenken. Der Konzern reagierte. Heute ist Betznau besser geschützt. Leo sei Dank. Doch Leo und sein Kumpel Heini haben immer noch Angst, und zwar vor Hochwasser. Das Atomkraftwerk steht auf einer Flussinsel. Kein Problem, sagt die Aufsichtsbehörde. Also die Behauptungen in diesem Bericht sind einfach schlicht falsch. Das heißt, das Atomkraftwerk Betznau kann jederzeit total überschwemmt werden. Ja, und statt ein Meter oder zwei in Betznau fließt dann das Wasser einen Meter hoch. Also es ist genau das Gleiche wie in Fukushima. Aber das ist ja Betrug, was die machen. Das heißt völlig falsche Grundlagen. Ja, auch dieser Fluss, wie der bei Hochwasser tost, da ist von 37 cm Hochwasser zu reden, wenn die Wellen mehr als einen Meter hoch sind, ist schon allein eine absurde Idee. Fachleute, mit denen ich geredet habe, Unabhängige, sagen, hier können Geschwindigkeiten von 9 bis 10 Metern entstehen. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat diskutierte das Problem mit Axpo, dem Betreiber. Axpo investierte daraufhin 700 Millionen Schweizer Franken in hochwassergeschützte Notstromaggregate und moderne Steuersysteme. Die Kleinstadt Bruck liegt 10 Kilometer entfernt. Heini und Leo zeigen mir die historischen Flutmarken. Heini kennt sich aus. Soeben hat er eine Teilstudie für die Schweizer Umweltbehörde erstellt. Heini arbeitet als Architekt. Er weiß, wie man Volumen berechnet. Sein Argument, wer historische Hochwasser falsch kalkuliert, liegt auch falsch bei kommenden. Hier siehst du, wo das Hochwasser 2007 hinkam, hier unten. 1852 war das Wasser 2,5 Meter höher auf dieser Seite. Und im 1480 und 1570 war das Wasser auf dieser Höhe durch die Vorstadt. Das waren Riesenmengen. Was bedeutet das jetzt für Betznau, für das Atomkraftwerk? Ja, eine Katastrophe. Leo und Heini unternehmen einen Spaziergang zum Atomkraftwerk. Die Sicherheitsleute sind nervös, denn an Leos Kommandoaktion können sie sich noch erinnern. Keinen Schritt weiter und keine Kamera. Nun, dann eben ein Picknick. Dann zeigen Sie mir noch das Problem hier. Es ist nicht hochwassersicher, es ist nicht erdbebensicher, es hat Schwachstellen im Reaktordruckgefäß. Es ist alt. Es gehört einfach stillgelegt. Im vergangenen Jahr wurden fast 1000 Materialfehler im Herz der Anlage, dem Reaktordruckbehälter, entdeckt. Seitdem ist Betznau vorübergehend abgeschaltet. Also erstmal hier einen guten Appetit hier. Vielen Dank. Dankeschön für die Zeit, die Sie mit uns haben. Ah, das sieht lecker aus. Ah, übrigens, genau so groß, nämlich 0,7 cm, sind die Löcher oder Materialverunreinigungen im Stahlmantel hier in diesem AKW. Es ist unglaublich, so groß. Ja, das ist eben das Hauptproblem dieser Reaktoranlage da hinten. Die ist jetzt 47 Jahre in Betrieb. Das ist weltweit noch nirgends mit diesem Reaktortyp gemacht worden. Also wir sind eigentlich im Versuchsbetrieb. Man ist jetzt daran auszuprobieren, wie lange kann man es treiben, bis er bricht. Aus Sicht des Betznau-Betreibers Axpo ist das totaler Blödsinn. Der Versprödungsprozess des Reaktordruckbehälters werde genau überwacht von Kernphysikern, Mathematikern und Materialwissenschaftlern. Das Euronews-Team übernachtet in Kirchdorf, gleich in der Nähe des Atomkraftwerkes. Die Bäume am Marktplatz tragen noch bunte Verzierungen vom letzten Sommerfest. Ich telefoniere durch die Gegend. Alle wollen wissen, geht Betznau wieder ans Netz und wann? Gut, dann treffen wir uns dort am Parkplatz direkt. Okay, danke. Schon komisch. Zuerst heißt es, die Zentrale wird im Oktober wieder aufgemacht, dann heißt es im Februar. Jetzt habe ich gerade noch mal telefoniert und die sagen mir im Juli. Irgendwas stimmt da nicht. Seltsam. Fortunas Rad dreht sich auch für Axpo. Der Betreiber machte im vergangenen Jahr 1 Milliarde Schweizer Franken Verlust. Nachrüstung ist teuer, Stillstand auch. Gerne würde Axpo die Anlage bis 2029 laufen lassen. Selbstverständlich sind es keine Risse, selbstverständlich sind es keine Löcher. Es sind Unregelmäßigkeiten, die wir in diesem im Grundmaterial des Reaktordruckbehälters gefunden haben.
Es gibt tatsächlich eine Art Versprödungseffekt. Wir haben aber aufgrund erster Erkenntnisse können wir heute bereits sagen, dass es im Grunde genommen keine sicherheitstechnischen Vorbehalte gibt für den Weiterbetrieb der Anlage. Doch, sagen die Demonstranten vor dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat. Mit ihrer Mahnwache erinnern sie an Fukushima. Da sei angeblich auch alles sicher gewesen. Guten Tag. Die Aufsichtsbehörde sei zu eng verflochten mit der Schweizer Atomlobby, kritisieren die Gegner, während die Kontrolleure ihre Unabhängigkeit betonen. Müssen die Europäer Angst haben vor dem ältesten Kernkraftwerk der Welt, Betzenau 1, das in der Schweiz steht? Es ist derzeit am Betreiber, uns aufzuzeigen, wie umfangreich eben diese Befunde sind. Aber insbesondere wird er ja eben auch abschließend dann nachweisen müssen, welchen Einfluss das auf die Integrität des Reaktordruckbehälters hat. Wenn es ihm nicht gelingt, diesen Nachweis zu erbringen, werden wir kein grünes Licht geben fürs Wiederanfahren. Der 5-jährige Colin und seine 8-jährige Schwester Lynn helfen Opa Heini. Der will heute zu einer Fahrraddemo. Die Vorbereitungen für ein Atomreferendum beschleunigen sich in der Schweiz. Im Herbst wird abgestimmt, ja oder nein. Da können die Schweizer darüber entscheiden, ob alle AKWs in der Schweiz, die 45 Jahre alt werden, abgeschaltet werden müssen. Das würde dann auch bedeuten, eben, dass zum Beispiel dieses AKW hier müsste schon nächstes Jahr vom Netz. Vom Bau neuer Atomkraftwerke hat sich die Schweiz bereits verabschiedet. Jetzt tobt die Debatte über die Restlaufzeiten. Übrigens nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Frankreich.